Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. So, in der letzten Folge, wurde ich ja so ein bisschen auf brutalste Art und Weise von diesen bösen Wasserkumanen niedergemacht. Ganz, ganz gemein. Fiese, hinterhältige, listige Hunde. Und ja, da ich nicht gespeichert hatte, musste ich alles nochmal machen. Sprich, nochmal die ganzen Sachen kaufen. Mein Pferd hier, meinen guten Pegasus. Wo ist er? Hier ist er. Ja, der gute Pegasus. Oh, komm hier, du Süßer. Hm? Ja. Nochmal beschaffen. Und ja. Ich wollte ursprünglich sowieso hierher. Das habe ich jetzt auch gemacht. Bin quasi hierher gegangen. Denn wir sind zwar gesucht, man sieht's oben. Was macht er da? Okay. War ihm wohl doch zu schwer. In dem guten Peschek. Möge Hallo. Gott mit dir sein, Heinrich. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir hier eventuell bei ihm gar keine Probleme kriegen, sondern eher halt da hinten in Rathai selber und in Umgebung, also im Land. Deswegen bin ich hierher geritten, denn wir haben hier auch noch unsere gute Theresa, die da drin noch liegt und schläft. Mit der sollten wir auch mal noch einen Spaziergang machen. So, jetzt bin ich nur etwas überladen. Ich gehe mal zu meinem Pferdi. Und guck mal, okay, ich kann auch ohne Satteltaschen ins Inventar vom Pferd Sachen reintun. Wunderbar. Deswegen hau ich da jetzt mal ein paar Sachen rein. Armschienen haben wir auch doppelt. Bier. Braune Beinlinge. Ja, Brezel. Dietrich. Ach, wir sind doch jetzt beim Ding. Ah, nein, okay. Ich brauche das nicht im Pferd. Ich will das ja gleich alles verkaufen, was wir können. Deswegen ins Inventar, zack, zack. Wir haben ja... Ja, deswegen bin ich doch hier beim Peschek. So, wo ist er denn jetzt? Der Gute. Ich bin ordentlich überladen. Hallo? Müller, Müller, wo bist du denn? Ach, da oben ist er. So, dann gehen wir dem mal die ganzen Sachen verchecken. Schön, dich zu sehen. Und dann gehen wir spazieren mit unserer Angebeteten. So, die gestohlene Ware verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Abhanden gekommen? Mal sehen, was wir da machen können. So, also, dann haben wir hier verkaufen. Und wie viel hat er denn? Vermögen des Händlers. Null. Ah, das habe ich schon gemacht. Okay, ja, ich habe ihm... Ich weiß nicht mehr, ich habe in der letzten Folge dann notgedrungen, schnell noch ohne, also offscreen, schnell noch losgelegt und alles nochmal gemacht. Und ich glaube, da habe ich ihm schon verkauft. Deswegen haben wir 2,2000, was ganz schön viel ist, reicht für Sattel und so weiter. Und Vermögen des Händlers, also in dem Fall des Müllers Pescheks, Peschek, das vom Peschek halt, ja, vom Müller, liegt bei 0. Weil wir eben schon alles verkauft haben. So, das heißt, wir müssen jetzt entweder einen anderen Händler finden. Aber jetzt packen wir das erstmal alles ins Pferd, weil ich denke mal, die Gute wacht gleich auf. Wir haben ja auch noch einen Müller hier in der Umgebung. Weiter unten ist ja nochmal eine Mühle. Deswegen sitze ich mal eben schnell auf. Weißt du was? Und dann will ich da mal eben schnell vorbeischauen. So, muss ich nur kurz auf der Karte gucken. Die war hier irgendwo. Hier war diese zweite Mühle, genau da. Aktivitätengeber. So, machen wir uns hier mal eben eine Markierung hin. Was ist das? Ein interessanter Ort. So, hier werden wir ja nicht mehr gesucht. Ganz anders sieht es hier aus in Rathai, da werden wir noch gesucht. Ledeczko nicht gesucht. Kloster und Samopesch nicht gesucht. In Merhoyet, wo wir das erste Pferd geklaut haben, werden wir auch nicht mehr gesucht. Und in Skalitz werden wir noch gesucht. Und hier war ja dieser böse Wald irgendwo, wo wir Boah, bin ich gerade erschrocken. Mein Stuhl gibt nach. Ich muss mal kurz den Stuhl nachjustieren. So, jetzt ist das besser. Ja, Skalitz werden wir zwar noch gesucht, aber Uschitze nicht mehr. Uschitz, wie auch immer.
So, und hier müssen wir jetzt halt gucken, dass wir da nicht allzu arg den finsteren Gestalten halt, Moment, hier nicht da drüben lang, den finsteren Gestalten von Ratai nicht in die Arme laufen, sprich dem Büttel. Boah, der ist so schnell, der Pegasus, das ist der Hammer. So ein schnelles Pferd. Zack, hier durch die Büsche durch, wie ein Geisteskranker. Der hat's richtig drauf, mein guter Pegasus. Der ist richtig schnell unterwegs. So, ich habe jetzt auch, natürlich, wir haben ja in der letzten Folge, haben wir, glaube ich, auch mal so einen Wanderer überfallen. Das habe ich natürlich auch ein, zweimal dann gemacht. Einfach nur, um nochmal zu sehen. Okay, langsamer. Langsamer. Uiuiui. Pegasus, mach langsam. Einfach nur, um nochmal zu sehen, was die so dabei haben. Und die sind immer sehr gut ausgestattet. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier... Okay, dann bleibt er auf dem Weg. So, hier sind wir jetzt bei der Mühle. Dann wollen wir denen mal einen Besuch abstatten, den guten Leuten. Guten Tag. Im Gard, was? Dorfbewohner. Schloss knacken leicht. Nein, jetzt wollen wir uns hier erstmal mit Müller Wojcek über den Weizen reden. Gott sei mit dir. Mit dem Wojcek. So, die gestohlene Ware verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. So, was haben wir denn hier? Verkaufen. Wie viel hat der? Och, der hat 1 Kilo. Das ist in Ordnung. Also haben wir hier die alten Stiefel, hauen wir raus. Die alten Armschienen hauen wir raus. Bier kann er haben. Braune Beinlänge kriegt er. Brezel kriegt er. Dietrich kriegt er nicht. Eisenhut habe ich aufgezogen. Habe ich einem abgezogen? Ach genau, ja, das habe ich euch auch nicht erzählt. Oder? Habe ich das? Ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht mehr. Da war auch die andere Folge, die letzte Folge, war auch so unfassbar verzögert, zeitverzögert. Also der Ton wieder mal, weil da eine Einstellung falsch war, wie ich dann gesehen habe. Und ich bin da ja gerade noch so am Rumprobieren mit OBS. Das ist ein bisschen schwierig noch am Anfang, bis ich da meine richtigen Einstellungen habe. Und ich weiß nicht mehr genau, was wir alles gemacht haben. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe diese Waschweiber da, diese Waschstube ausgeraubt, beziehungsweise bei Nacht die Truhen geklaut. Dabei hat mich leider eine gesehen, ist losgerannt, hat den Büttel geholt. So, habe ich mich versteckt, gewartet, bis der Büttel wieder abgezogen ist und habe mir einen von hinten geschnappt. Also einfach hinterhergelatscht und ihn runtergezogen. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Bogen. Keinen Hornstrauchbogen mehr, sondern einen richtigen feinen Bogen. Also noch nicht der perfekte, aber schon mal ein besserer. Und dessen Rüstung, also ganz schön viele Rüstungsteile. Ihr seht hier Körperpanzer und ein Kettenhemd und so richtige hier Beinkettenpanzer und Zeug. Und deswegen haben wir jetzt hier den Eisenhut. Und ja, hier die Fackel. Die brauchen wir auch. Nicht doch eine, oder? Ja, das ist nur eine. Okay, die will ich behalten. Aber der gelbe Spitzhut, den brauchen wir nicht mehr. Den geklauten auch nicht. Die gepolsterte Beinlinge haben wir an. Hier auch eine Bunthaube, ein Schild. Gut, das Schild habe ich ja schon eine Weile. Dann Spitzhut, den wir anhatten. Das Hemd von Herrin Stephanie, ja, habe ich leider nicht mehr an, denn dafür habe ich jetzt so ein dickeres Hemd mit ein bisschen mehr Panzerung. Man sieht es hier, Körperrüstung würde bei dem runtergehen. Deswegen, die Jagdhandschuhe haben wir auch nicht mehr, da haben wir jetzt richtige Ritterhandschuhe. Wir müssen ja auch langsam mal gucken, dass wir ein bisschen rüstungsmäßig zu Potte kommen, dass wir nicht jedes Mal von so dahergelaufenen Kumanen mit einem Schlag weggezogen werden. Hier der Kettenpanzer auch, der hat auch ganz schön viel Körperrüstung. So, die Karotten, ja, die behalte ich mal. Wir müssen eh demnächst wieder was essen, 83, ja. So, Knüppel brauchen wir nicht, Kohl... Behalten wir den Gambeson, haben wir an. So, Leinengugel oder Google oder wie auch immer. Nackenschutz ist auch schon ziemlich im Eimer. Aber das ist er schon lange. Radieschenmeerrettich, Retterschnaps, Ritter, Jagdschwert, 76, das kann er haben. Brauchen wir nicht. Rote Beete mag ich nicht mehr. Kann er auch haben. Beinlinge kann er haben. So, hier, rustikaler Haselnussbogen. Und wir haben einen rustikalen Hornstrauchbogen.
Der Haselnussbogen hat 61 und der Hornstrauchbogen hat nur 57. Deswegen behalten wir den und den geben wir weg. Zack. Schaufel brauchen wir noch, Schnaps brauchen wir nicht, kann er haben. Gelbe Gugel kann er haben. Trockenobst, ach komm, kann er haben. Verband brauchen wir noch, einen mindestens. Verbesserter Jagdpfeil, so, ist hier 44. Und unserer Langstreckenpfeil ist 61, deswegen verbesserte Jagdpfeile, weg damit. Kann er alle haben. So, die Handschuhe, die verneteten, die brauchen wir. Und diesen komischen roten Wappenrock, den brauchen wir nicht. Den kann er haben. Den Wermutgeist, da brauchen wir eigentlich... Obwohl, da lasse ich mal zwei. Wildschweinhauer hat er auch, irgendeinen Wanderer dabei. Und eine Zwiebel, die kann er auch haben. Ah, das sind sogar drei. So, wie viel haben wir jetzt? 829. Das ist auch schon wieder eine ganz schöne Menge. Und dann gucken wir mal, Warenkorb, da können wir doch bestimmt noch feilschen. Vielleicht können wir ihm seine 1000 voll rausleiern. Nun, versuchen wir es. Ich hoffe mal, dass diese Folge jetzt ein bisschen mehr synchron ist. Ich habe da wieder ein bisschen was geändert. So, wenn ich jetzt hier, das ist Händler, sein maximales Geld. Da würde er sagen, hau ab. Deswegen machen wir mal 950. Obwohl. Ich probiere es mal. Wir können ja nochmal hin. Wie wär's damit? Weniger. Ah, okay, er ist zumindest mal noch nicht so weggerannt. So, und jetzt nehmen wir hier auch noch die goldene Mitte, sagen wir 940, wie wäre das? Dann halt nicht. Oh, okay. Da waren wir ein bisschen zu forsch. Oh, pass auf, wo du hingehst. Okay, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Okay, alte Stiefel, die Armschienen, Bier, braune Beinlänge, Brezel, Dietriche nicht, Fackel nicht, gelber Spitzhut, Beinlänge nicht, grüner Spitzhut, Hemd, Jagdhandschuhe, Karotte nicht, Knüppel, Kohl nicht, Gugel, Meerrettich nicht, Radieschen, ach komm, weg damit, Ritterschwert, weg damit. Rote Beete, zack, zack. Beinlinge, zack. Hornstrauchbogen, zack. Schnaps, zack. Gugel, Trockenobst, verbesserter Jagdpfeil, alle. Zack, Wappenrock, Wermutgeist, behalten wir, Wildschweinhauer und Zwiebel. Alle. So, sind wir wieder bei 806. Was habe ich jetzt? Irgendwas habe ich jetzt nicht. Die Dietriche will ich behalten. Fackel, Karotte, Kohl. Ne, Kohl kriegt er nicht, den essen wir. Meerrettich brauchen wir auch. Retterschnaps brauchen wir auch. Schaufelverband brauchen wir auch. Wermutgeist, nö, da haben wir eigentlich alles. Okay, diesmal nicht ganz so viel. Ich wollte ihm eigentlich die 1000 komplett rausleihen, aber ja. Selbstverständlich. Der lässt sich nicht übers Ohr hauen, definitiv nicht. So, 810.000 ist das vom Händler, dann gehen wir hier mal deutlich zurück, machen wir mal so. 930. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. So, gucken wir mal. Er kommt uns gut entgegen. Das wäre die Hälfte, dann gehen wir noch eins höher, so 880. Ja, das sollte passen. Na also. So, Kling, da haben wir die Kohle gekriegt und dann können wir uns eigentlich wieder vom Acker machen. Hier gibt's keine Tür, ne? Nee, leider nicht. Und wenn ich mich hier hochschleiche... Oh, da sitzen... Okay, nein, da sitzen Leute. Das ist vielleicht nicht so gut. Was hat's denn hier sonst noch so? Ich will nur mal gucken. Wenn ich hier hingehe, sehen die das? Oh, sehr schwer. Nee, dann lassen wir's. Da gehen mir nur meine Dietriche drauf. Ach, und da steht er schon hin. Ja, ja. Okay, gut, also, wir sind unsere Waren losgeworden und dann können wir auch hier im Pferd noch ein bisschen was verchecken, aber eigentlich haben wir jetzt nichts mehr, was großartig, ach, wir wollten noch was essen, genau, jetzt haben wir genau 3000 Groschen, sehr schön. So, dann hau ich mir hier mal Karotten in den Hals und,
auch den Kohl mal noch, denn wir werden wieder viel zu essen kriegen, wenn wir da Truhen ausräumen. 107, noch ein, zack. So, jetzt sind wir hier vollgestopft. Dann können wir mit unserer netten... Jetzt mal, mal so, soll das Pferd selber den Weg finden. Dann können wir jetzt mit unserer netten Theresa, können wir jetzt eigentlich mal eine Runde spazieren gehen, denn es ist vormittags, so wie gewollt. Und sie müsste jetzt langsam wach werden. Ich hoffe mal, dass sie jetzt wach ist. Und dann können wir mit der eine Runde spazieren gehen. Dann haben wir das auch mal erledigt. Und ja, wenn uns ein Wanderer über den Weg läuft, dann bin ich so dreist und schnapp mir den. Denn ich will so langsam in dem Spiel mal ein bisschen vorankommen. Ah, jetzt juckt die Nase wieder. Ist das einer? Nö, das ist nur was Abgestecktes. Ach Pferd, das dauert mir zu lang. Komm, gib Gas. Oh, jetzt hier. Vollgas, Galopp. Nicht mehr Trab. Und ja, Truhen werden wir natürlich weiterhin schön ausräumen. Ich bin hier so ein bisschen im GTA-Modus, im Mittelalter-GTA-Modus. Und so ein bisschen lasse ich hier so ein bisschen den Sack raushängen. So, da ist der Müller wieder. Der arme Müller, dem wir alles weggenommen haben. Deswegen, halt Pferd, was machst du? So. Theresa, meine Liebe. Willkommen, Heinrich. Ja, hi, dir auch. Meine Herzensdame. So, sie schläft noch. Schätzelein. Steh doch mal auf. Nein, lass mich schlafen. Komm, ich zieh dir dein Nachthemd hoch. Huch, hat sie gehört. Nein. So, wir können mal was essen. Oder was in den Topf geben. Ja, der blubbert ja richtig. Hihi, der Topf blubbert und wir bewegen uns komisch in der Gegend rum. Hibbelig und zappelig. Okay, Theresa will wohl noch schlafen. Blöd für uns. Soll ich mal nochmal darüber gehen? Nein. Da. Ach, ui, was macht denn der hier neben meinem Pferd? Kollege, ist mein Pferd, wa? Was kann ich denn mit dem quatschen? Kann ich mit dem irgendwas quatschen? Wieso bist du in schmutzige Geschäfte verstrickt? Du hast ein ehrliches Handwerk. Wieso drehst du krumme Dinger? Schlechte Zeiten. Die Ernte ist ausgefallen und es gab nichts zu mahlen. Hab Maul zu stopfen. Also was hätte ich tun sollen? Ja, stimmt. Und das, während sich die hohen Herren in der Burg und die Kuttenträger im Kloster die Bäuche vollstopfen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Also hast du sie selbst in die Hand genommen, nicht wahr? Richtig. Und nun nimmst du dir, was du willst? So machen wir es ja auch. Sieh rüber aus deinem Arsch und mach die Augen auf, Heinrich. Kriege kommen und gehen, doch alles bleibt beim Alten. Die Armen krepieren und die Blaublüter fahren alles ein. Das stimmt allerdings. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Also was schert uns die beschissene Moral? Ja, die Moral ist ein so ein Ding, aber... gut, wir lassen es mal, weil ich glaube, die Zeit geht da nicht rum, während wir quatschen. Und ich will ja gern, dass meine gute... Theresa endlich mal aufwacht. Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Die Moral ist eine Sache, aber ins Gefängnis kommen bzw. vom Büttel an den Pranger gestellt zu werden oder sogar Schlimmeres ist eine andere Sache. So, gucke ich mir mal derweil den Müll an hier, den Müllberg mit leckeren Fischen. Und hier irgendwelchen Schafs. Gebeinen oder so. Ach ja, hier liegt ein Schafskopf. So. Hier das Ohr, das Auge. Lecker. Hier ist auch noch ein Schädel von irgendwas und irgendwelche verfaulten Äpfel. Und hier ist noch mehr Schafsgebein. Hier haben wir irgendwelche großen, sehr großen Rippen. Blätter, kaputte Töpfe. Irgendwas. Eine schöne Matsche. Und noch mehr kaputte Teile von Tieren. Und Schädelsachen. Und hier ist nochmal eine kaputte Tasse. Hat bestimmt die Theresa kaputt gemacht. Apropos. Ist die jetzt mal da? So, Brennnessel können wir auch mal pflücken. Wenn wir gerade schon da sind.
Warum nicht? Wenn da hier Brennnessel auf dem Kackhaufen wächst, warum sollten wir die nicht mitnehmen? Können wir hier einen Sack Mehl klauen? Nö. Ach, guck mal an, wer aufgestanden ist. Ja, wunderbar. Hallo, meine Schöne. Ach, sie hat sich umgezogen oben. Ach ja, sie hat oben ihre Kiste. Ja, wunderbar. Ist ein bisschen unbeholfen, was sie da macht. Hallo, na? Oh. Was zur Hölle machst du da? Ja, ich... Pass auf, wo du hingehst. Schätzelein. Was machst du da? Hallo. Hi, hi. So, ich wüsste gern, ich habe Fragen über Scarlets. Wollen wir spazieren gehen? Also? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Nein. Lass mich nachdenken. Und wohin willst du gehen? Ha! Jetzt können wir in die Schenke gehen, zum Galgenberg gehen, den Fluss entlang spazieren. Also in die Schenke mit einer Frau, die wir anbeten, ist vielleicht nicht ganz so das Richtige. Zum Galgenberg, das hört sich irgendwie an, als wäre das wirklich ein Galgenberg. Das muss auch nicht sein, deswegen würde ich sagen, wir gehen den Fluss entlang. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Hört sich romantisch an. Das klingt schön. Wollen wir? Ja. Lass uns gehen. Jetzt nicht, ich hole dich später ab. So, ich sage, lass uns gehen. Gehen wir. Und dann machen wir aber erstmal eine kleine Folgenpause. Deswegen, Spiel speichert. Flums, drücke ich hier Escape. Und wir, meine Freunde, machen eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Und ich hoffe mal, dass es nicht allzu zeitverzögert war. Ton verzögert, wie auch immer, dass die Synchronität von Ton und Bild stimmt. Ansonsten werde ich vielleicht mal nochmal OBS zumachen und nochmal aufmachen, je nachdem. Ich muss mal schauen. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Und ja, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Time to Play, hier bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.